So, Pattaya, 29. Juni 2020, 19:30 Uhr. Jetzt haben wir an den Tempel, da war der South Pattaya Road. Ich warte auf eine Pizza von Domino Pizza. Schauen wir mal die South Pattaya Road, wie es da ausschaut. Leere Songpels, Straßen voll, Schule natürlich finster. Links wird die Gehweg verbreitert und verschönert. Rohre. Und da werden neue Pflasteranlagen gemacht. So breit wird es dann zum Gehen. Wahrscheinlich nicht für Essensstände. Es ist wahrscheinlich gedacht, dass dann die Chinesen mehr Platz haben, weil da halt nur mehr die Busse, die wollen die Walking Street runtergehen. Und die Hoffnung, dass die Inder vielleicht einmal die Gehwege benutzen und nicht immer mitten auf der Straße laufen. Und dann pflastern dann die Betonieren. Gefällt mir gut. Früher haben sie immer nur Sand drunter, den Meersand macht natürlich keinen Sinn. Darum schauen die Pflaster immer so aus. So, jetzt da ins Feuer betonieren. Dünne Schicht. Und dann eine die Pflastersteine drauflegen. Es wird blau, was ich gesehen habe. So 35 x 35 cm Pflastersteine werden das. Goldshop. Und Baustelle. Das Pattaya ist halt immer eine Baustelle. Die werden auch nie fertig. Ich glaube nicht, dass die jemals fertig werden, aber. Aber. An dem Goldshop kann man auch, wenn man im Lotto gewonnen hat, sein Geld abholen. Braucht man nicht extra ins Zentralfestival oder irgendwas. Ja, Domino Pizza haben wir bestellt. Für mich Pizza Hawaii kleine 49 Baht und für die Freundin Extra Cheese Pizza 69 Baht. Ja, rechts ist so 13 aus Patera, so Hollywood. Das ist zum Einkaufen. Hauptsache für sexy Schuhe oder zum Friseur zum Gehen. Du hast einen Herrenschnitt 100 Baht. Ist bei mir auch wieder mal fällig.
schöne Randsteine, Abgrenzungen, kommt erst der Beton und dann die Pflastersteine. Alles klar, habe ich dir, servus, schon wieder mal.